Lieber außer zu meiner Mutter bin ich in diesem Leben keine Bindung eingegangen. Das ist ja schon mal eine starke Aussage. Und die Bindung zu deiner Mutter war auch noch unfreiwillig. Fühlt sich so an. Ja. Das heißt also, freiwillig na, du schreibst, die Bindung an Ohm war, ist die erste ernsthafte Bindung in meinem Leben. Ich möchte dich bitten, über Bindung zu sprechen. Über die wahre Bindung an das Große, an die Liebe, an das Innerste. Du schreibst, dass du Angst hast vor Bindung. Und dass diese erste Bindungserfahrung, ich vermute, damit meinst du die Mutter, dir jede weitere Bindung als erneute Einengung und Auslieferung erscheinen ließ. Das heißt, die einengende, begrenzende Bindung, die du durch das Ego der Mutter erfuhrst, hat dich dazu verleitet, dass Prinzip von Bindung in jeder Form eigentlich abzulehnen. Und durch die Ablehnung Angst aufzubauen. Nun scheint es so zu sein, dass dir, und das ist ja dein Wunsch, der hier zum Ausdruck kommt, die Unterscheidung fehlt zwischen jener ausliefernden Bindung, die du aus kindlicher Perspektive erfahren hast, eine Bindung, die offensichtlich nicht vollständig der wahren Liebe diente. Das kann man von einer Bindung zwischen Kind und Mutter auch nicht verlangen. Dass sie jener Liebe dient, die frei macht. Zunächst stellt es sich mir so dar, nach diesem Lesen deines Briefes, dass du aufhören müsstest, mit Bindung und Bindungsängsten zu kämpfen. Eine Form der feindseligen Haltung gegenüber Bindung aufzugeben, die sich im Kampf mit deiner Mutter ausdrückt, auch ganz real. Ja, es wird einfach deutlich, dass du, dass dieses Konzept von Bindung in dir hohe Spannungen auslöst. Und es liegt nicht darin, dass die
dass Bindung in sich diese Spannung trägt, sondern es liegt an deinem Kampf und an deiner Feindseligkeit dagegen, an deinem Rückzug und deiner Angst davor. Denn Bindung ist auch Nähe. Das heißt, wer Angst hat vor Bindung, der hat auch Angst vor Nähe. Aber was ist es denn, was die Bindung in einer wahren Liebesbeziehung ausmacht? Was die Bindung in einer wahren Liebesbeziehung ausmacht, ist, dass sie mit der Freiheit eine Beziehung eingegangen ist. Also dass Bindung und Freiheit nicht mehr Pole sind, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, sondern dass sie als ehemals auseinanderstrebende Pole deines Geistes wieder zusammenfinden. In der Liebe, in einer Liebe, die wahr ist, das ist eine Liebe, die aus einer anderen Quelle stammt, wie jene Liebe, die offensichtlich mit diesen Kämpfen um Freiheit verbunden ist. In dieser wahren Liebe ist Bindung kein Gegensatz mehr zur Freiheit. Ja, wer sich an die wahre Liebe bindet, erfährt Freiheit. Es ist diese Liebesbeziehung, diese höhere Oktave der Liebesbeziehung in dir selbst, zu der du auf dem inneren Weg findest. Die meisten Liebesbeziehungen, wie typischerweise die zwischen Tochter und Mutter, oder befinden sich auf der niederen Oktave, wo Bindung und Freiheit keine Hochzeit feiern. Wenn du aber bereit bist, innere Bindung einzugehen, öffnet sich auch der Aspekt von Freiheit in dir. Ja, dies ist eines der großen Rätsel, die Menschen des inneren Weges lösen, dass um Freiheit, wirklich Freiheit zu realisieren, dass es dazu notwendig ist, Bindung einzugehen. Wer Bindung meidet, wird auch nicht in der Lage sein, Freiheit zu realisieren. Es scheint sich um einen Widerspruch zu handeln. Und dieser Widerspruch wird auf dem Erfahrungsweg gelöst, nicht auf dem Befürchtungsweg.
Also Liebe bindet und Liebe lässt frei. Danke, Om. Ja, was ist denn, was bleibt denn da von deiner Feindseligkeit gegenüber Bindung? Wenn du das alles hörst. Ich habe den Eindruck, dass ich alle Vorstellungen, die ich über Bindung habe, erstmal wie aufgeben möchte. Mhm. Und dass es die Essenz ist, ist der Liebe zu vertrauen und alle anderen Vorstellungen auch über das, was Bindungen in menschlichen Beziehungen anbetrifft. Jetzt verliere ich den Faden, aber ist auch nicht schlimm. Und es geht einfach um deine Unterscheidung. Bindung ist nicht Bindung. Und ich sprach von den zwei Oktaven. Die niedere Bindung, was ungesund an der niederen Bindung ist, ist, dass sie nicht der Freiheit dient. In der niederen Bindung geht es um Formen der Macht, um Formen der Besitzergreifung. Auch dann noch, wenn sie auf den ersten Blick sich mit Liebe ummänteln. In der höheren Oktave ist Bindung und Freiheit die Beschreibung von zwei Ausdrucksformen der Liebe, die sich nicht widersprechen, sondern die im Einklang sind.